Ja, hallo, liebes KISS-Publikum. Wir sind am Ende vom zweiten Tag. Wir sind am Ende vom offiziellen Teil des KISSes, von diesem KISS. Aber es geht hier gleich noch weiter zum Social und auch Special Chat. Wir sind komplett durch, wie man das so schön sagt. Wir hatten eine unheimlich anstrengende Vorbereitungszeit mit vielen, vielen Leuten. Wir haben jetzt 2 Tage lang auf 5, 6 verschiedenen Streams durchgepowert mit jeweils einer kleinen Crew. Und um mal zu zeigen, wie viele wir eigentlich waren, die hier mitgeholfen haben, versuche ich jetzt mal gerade alle Leute hier auf die Bühne zu kriegen. Leider läuft der Stream 2 noch, deswegen überspiele ich das jetzt ein bisschen. Aber hoffentlich sind wir hier gleich komplett. Ja, wir hatten über 1000 Anmeldungen. Es war ein Wahnsinns, genau. Ach, kommt einfach mal alle online, macht mal eure Kameras an, nach und nach, bis sich hier alles einfindet. Genau. Wir hatten über 1000 Anmeldungen. Wir waren permanent mit ein paar hundert Leuten gleichzeitig online auf den verschiedenen Streams. Ich glaube, wir hatten ein Helferinnen-Team hier von über 30 Leuten, davon 30 die ganze Zeit irgendwie online. Wir hatten ganz, ganz viele Leute aus anderen Organisationen, die uns im Vorfeld noch mit Social Media und Marketing geholfen hatten. Wir hatten über 100 Referenten in den verschiedenen Streams. Die genauen Zuschauerzahlen habe ich jetzt nicht, aber ich meine mich an mehrere tausend Stunden Videostream zu erinnern, wenn ich das richtig gesehen hatte. Genau, und ihr seht jetzt hier nach und nach die Gesichter aufpoppen von dem KISS. Wir nennen das das Backstage-Team. Genau, ich kann einfach mal durchgehen, soweit hier mehr sind. Da ist einmal die Amelie. Die hat bei uns ganz viel mitmoderiert auf YouTube. Der Felix, der war einer unserer Streamer. Hat dafür gesorgt, dass ihr es auf YouTube sehen könnt. Die Yvonne habt ihr ja ganz viel gesehen auf Stream 1. Unheimlich viel durchmoderiert und immer noch Stimme gehabt zum Schluss. Jan Stumpf, einer unserer Technikern, der auf YouTube gestreamt hat. Die Katharine, du hast mit moderiert auf Special Chat, richtig? Genau. Es wird peinlich hier plötzlich. Den Matthias, auch mit einem im Moderationsteam in den Workshops. Oliver, Moderation Stream 3. Otto, auch in den Workshops geholfen, richtig? Ich habe langsam den Überblick verloren. TK, Workshops. Thomas, warst du euch auch in den Workshops dabei zur Moderation? Nein, Stream 4, Stream 4, Co-Moderation. richtig, da warst du dabei. Genau, und hier müssten noch viel, viel mehr Leute auftauchen. Nochmal vielen lieben Dank an das Riesenteam. Und na, ich glaube, Stream 2 läuft noch. Die müssten jetzt gleich offline sein. Ich übernehme mal ganz kurz, Marco. In den Workshops hat sich eine schöne Tradition ergeben, weil im Workshop ist die Situation ähnlich wie hier. Da konnten alle Leute mit Kameras reingehen. Und wir haben immer am Ende eines Workshops haben wir ein Klima-KISS-Foto aufgenommen. Das heißt, jeder Beteiligte hat irgendwie ein klimaneutrales Objekt in die Hand genommen. Wir haben sehr viele Topfpflanzen gesehen, coole Bücher. Das heißt, ihr sucht euch jetzt alle ein Objekt, wo ihr sagt, hey, das ist für mich Pi mal Daumen Klimaschutz. Wir haben tolle Haselnüsse gehabt, die immer wieder auftauchten in mehreren Workshops. Dann macht ihr Folgendes. Wir wollen nicht die Büroeinrichtung von uns allen sehen, sondern ihr geht möglichst nah ran an die Kamera, sodass wir viel Gesicht und viel Objekt haben. Dann mache ich immer 3, 2, 1 und dann kommt das Foto. Das heißt, ihr grinst wie wild. Felix, näher an die Kamera. Und wir kommen damit genau in denselben Nerdy-Faktor, den alle anderen bei den Workshops hatten. Achtung, 3, 2, 1, lächeln. Positionswechsel. 3, 2, 1, lächeln. Nochmal, 3, 2, 1, lächeln. Und dann gibt es die offiziellen Klimakiss-Fotos. Das ist dann Danke für den Klimakiss. Das heißt, wir wollen alle die Dankehände sehen. Wir bedanken uns untereinander im Team und wir bedanken uns bei den ganzen Zuschauern, die da waren. Und es war ein Kiss. Das heißt, alle gehen jetzt ganz nah ran. Ich bin der Einzige, dessen Hände man nicht sieht, weil ich muss wieder auf die Tasten drücken. Und so nah wie möglich mit dem Kiss an die Kameras ran. Klimakiss, 1, 2, 3. Zweiter Versuch. Klimakiss, 1, 2, 3. Dritter Versuch. Klimakiss, 1, 2, 3. Und damit gebe ich zurück an Marco. Ja, vielen Dank, TK, für die verrückte Einlage.
Ansonsten bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns hoffentlich Mitte November wieder. Da ist das nächste KISS. Ihr dürft alle euch schon anmelden, einfach mit diesem KISS anmelden. Wir erinnern euch dann, wenn das nächste online geht. Ihr könnt euch schon Beiträge einreichen für das nächste KISS. Und jetzt im Anschluss hoffen wir, möglichst viele von euch noch auf Special Chat zu sehen. Ich glaube, auch einige vom Team werden jetzt dabei sein. Also, macht's gut. Vielen Dank für euer Teilnehmen. Bitte tragt die Infos weiter. Wenn ihr Interesse habt, bei uns mitzumachen, bei dem Scientists for Future Schule Team, meldet euch bei uns. Unsere E-Mail-Adressen sind überall auf unserer Homepage verteilt. Ihr habt ja auch die ganzen Anmeldungs-E-Mails. Sagt Bescheid, wir können immer Hilfe gebrauchen, dass wir das nächste KISS dann noch grandioser machen. Also, vielen Dank und wir sehen uns auf Special. Tschüss. Ciao. Danke auch an dich, Marco. Ja, riesen Dank an Marco. Auf jeden Fall. Ciao. 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 So, wir sind doch noch online. Wir haben nämlich die Leute aus Stream 2 vergessen. Die waren nämlich immer noch am Arbeiten, die Armen. Und die haben unsere schönen Abschluss verrückte Fotos machen verpasst. Das ist die Katharina Kielmann, die hier 2 Tage durchmoderiert hat. Die Lotte, die ganz, ganz viel Chat mitschreiben und mitlesen musste. Und der Tobias, der das Ganze auf YouTube übertragen hat. Auch vielen lieben Dank euch drei. Wir schneiden das dann hinter so ein bisschen zurück, dass man das hinter als ein großes Team-Foto sieht. Aber was ihr jetzt noch machen müsst, ist in die Kamera klutschen. Oh, da ist noch jemand. Hallo Janine, wir haben dich auch verpasst. Ihr müsst jetzt auch für das gestellte Gruppenfoto, was wir hinterher zusammenstitchen werden, jetzt auf 3 die Kamera küssen und dann hinterher noch ein Grinsefoto machen mit einem Klimasymbol im Bild. Also erstmal auf 3 alle mal in die Kamera küssen. Ja, ich mach mit, kein Problem. 1, 2, 3, los. Klimaküssen. So, das probieren wir nochmal, synchroner, das war ja hier gar nicht. Ja, Katharina, das werden alles deine Schüler sehen, keine Angst. Ah, mach's nicht, sie kennen mich. Also, auf 3, 1, 2, 3. Cool, und habt ihr denn einen Klimagegenstand bei euch in der Gegend rumliegen, den ihr mal die Kamera halten könnt? Ein Klimagegenstand. Das fehlt nicht. Ich habe hier sowas gefunden. Ich finde, Marc-Uwe Kling, Känguru, das zählt auch. Unite behind the signs. Unite behind the sign, heißt das doch eher, ne? Oh, Lotte sucht noch. Ja. Ja, ist echt schwierig. Ich habe jetzt gerade... Die Sache mit der Nachhaltigkeit. Top-Pflanze. Top-Pflanze geht immer. Top-Pflanze, ja, die ist gerade hier nicht. Die müsste ich jetzt da holen. Da wollte ja nicht noch warten. Ne? Oh, das ist auch. Was hast du denn da, Janine? Pinguin. Pinguin? Büffel. Steht auch eine Saatkugel? Ja, unbedingt. Oh. Cool. Also, wenn die Kamera. Wird noch zur Pflanze. Ja, genau. Also, macht's gut, wir sehen uns auf Special. So, tschüss, einen schönen Abend.